Service-Sendungen. Dabei sein, wie es andere hinkriegen. Traumziele von zu Hause aus entdecken. Wissen, was man kaufen soll. Wissen, was wirklich hilft. Alles klar. Service im HR-Fernsehen. Von Montag bis Donnerstag um 18.50 Uhr im HR-Fernsehen. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dietrich Stobb ist seit heute neuer regierender Bürgermeister von Berlin. Der Sozialdemokrat Stobbe war bisher Bundessenator. Von den im Berliner Abgeordnetenhaus bei der Wahl abgegebenen 147 Stimmen erhielt er 76. Die Koalitionsparteien SPD und FDP haben zusammen 78 Sitze. Stobbes Gegenkandidat Lorenz, CDU, bekam 68 von den 69 Stimmen seiner Fraktion. Der Berliner CDU-Landesvorsitzende war der Erste, der Stobbe zu seiner Wahl beglückwünschte. Anschließend gratulierte Amtsvorgänger Klaus Schütz dem neuen regierenden Bürgermeister. Vor dem stellvertretenden Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Walter Sickert, sprach Stobbe dann die Eidesformel. Oder ich schwöre es zu leisten. Ich schwöre es, bewahr mir Gott helfen. Herr Gerner Bürgermeister. Anschließend gab er vor den Abgeordneten eine kurze Erklärung ab. Ich will ein regierender Bürgermeister sein, der anspornt, der ermutigt und der für die Berliner kämpft. Ich bin zutiefst überzeugt, dass die Sozialdemokraten und die Freien Demokraten in diesem Hause gemeinsam über eine politische Konzeption verfügen, welche die Sicherheit und die Freiheit Berlins nach innen und außen gewährleistet. Nach seiner ersten Pressekonferenz als regierender Bürgermeister äußerte sich Stobbe am Nachmittag im Gespräch mit Joachim Krebs über seine Schwerpunkte bei der Bildung des neuen Senats. Ich habe mehrere Schwerpunkte. Einer davon ist das ganze Gebiet der Wirtschaft und der Arbeitsmarktsituation in Berlin. Ich werde morgen mit dem Berliner DGB und mit der Industrie- und Handelskammer Gespräche führen, zur Sache, nicht zur Person. Aber ich bin der Auffassung, dass während einer Regierungsbildung deutlich werden muss, dass hinter den Personalentscheidungen, die zu treffen sind, Sachprogramme stehen. Werden Sie auch Personen von außen nach Berlin holen? Berlin verfügt über ein ausreichendes Potenzial zur Bildung eines Senats, aber ich schließe das nicht aus. Und Ihr Verhältnis zur Opposition, wird das ein kämpferisches sein? Ich habe der Opposition heute bei meiner Dankesrede nach meiner Wahl angeboten, einen fairen Diskussionsstil. Wir müssen in Berlin um die Sache diskutieren. Und wenn die Opposition bereit ist zu einer solchen Versachlichung, wird das insgesamt meiner Stadt dienen. Unter Vorsitz von Klaus Schütz war der alte Senat am Vormittag zu seiner letzten offiziellen Sitzung zusammengetreten. Schütz schied heute nach knapp 10-jähriger Dienstzeit aus dem Amt. Die übrigen Senatsmitglieder werden ihre Dienstgeschäfte kommissarisch bis zur Bildung der neuen Regierung weiterführen. Der CDU-Vorsitzende Kohl warf den Berliner Sozialdemokraten blinden Machtwillen vor. Kohl sagte vor Journalisten in Bonn, die SPD-FDP-Koalition habe eine gründliche politische Erneuerung in der Stadt verhindert. Mit der Lage der Berliner SPD befasst sich auch die Sendung Report im Anschluss an diese Tagesschau. Bundesfinanzminister Apel hat heute die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer verteidigt. Auf dem Jahreskongress der Steuerberater sagte Apel in Bonn, die Belastungen der Bürger durch die Lohn- und Einkommensteuer und die Belastungen der Unternehmen durch die ertragsunabhängigen Steuern müssten verringert werden. Um dem Staat die notwendigen Einnahmen zu erhalten, müssten aber gleichzeitig indirekte Steuern angehoben werden. Dafür kommen nur die Mehrwertsteuer in Betracht. Der Bund der Steuerzahler hat heute darauf hingewiesen, dass fast alle Steuerfreibeträge durch die Geldentwertung im Laufe von über 25 Jahren aufgezehrt wurden. Die Organisation legte Berechnungen vor, die ihre Forderung untermauern, einige Freibeträge drastisch zu erhöhen, wenn sie ihren Sinn noch erfüllen sollen. So stehen seit 1950 dem Arbeitnehmer 100 Mark als Weihnachtsfreibetrag zu. Der Bund der Steuerzahler hat dagegen 230 Mark als angemessen errechnet. Der Altersfreibetrag von jetzt 720 Mark müsste auf 1140 Mark erhöht werden.
Beim Freibetrag für Freiberufler wäre dieses Verhältnis im Zeichen des Geldwertschwundes 1200 zu 2460 Mark, beim Freibetrag für die Berufsausbildung 900 zu 1380 Mark. In den Steinkohlerevieren an Ruhr und Saar hat die vor längerer Zeit beschlossene Kurzarbeit begonnen. Für insgesamt 115.000 Arbeitnehmer fiel heute die erste von insgesamt 10 Schichten aus. Wie hier auf der Zeche Friedrich Heinrich in Linfurt am Niederrhein standen die Fördertürme heute mit einer Ausnahme auf allen Schachtanlagen der Ruhrkohle AG still. Knapp 100.000 Bergleute machten unfreiwillig ein verlängertes Wochenende. Bis zum September sollen weitere 9 Feierschichten eingelegt werden. Sie sind für die Bergleute allerdings nicht wie in früheren Jahren mit größerem Verdienstausfall verbunden. Die Bundesanstalt für Arbeit zahlt Kurzarbeitergeld. Darüber hinaus legt das Bergbauunternehmen noch etwas drauf. Durch die Feierschichten soll die Kohleförderung um 3 Millionen Tonnen gedrosselt werden. Notwendig geworden war die Kurzarbeit im deutschen Bergbau durch die schlechte Absatzlage. Die Halden der Ruhrkohle waren allein in den ersten 3 Monaten dieses Jahres um rund 3 auf 17 Millionen Tonnen angewachsen. Sie sind jetzt insgesamt sogar noch höher als in den Krisenjahren 66-67. Der Grund, vor allem die Stahlindustrie kocht immer noch auf Sparflamme. Sie verbraucht deswegen weit weniger Kohle als vom Bergbau gewünscht und gefördert. Auch für die Stromgewinnung wird noch nicht so viel Kohle eingesetzt, wie im Energieprogramm vorgesehen ist. Erst für das nächste Jahr hat die Stromwirtschaft eine feste Abnahmequote von 33 Millionen Tonnen Kohle zugesichert. Ein entsprechender Vertrag ist bereits paraffiert. Er soll demnächst unterzeichnet werden. Der Bergbau hofft aber, dass schon in diesem Jahr mehr Kohle in die Heizkessel der Kraftwerke geschüttet wird. Andernfalls, so die Kohlemanager an der Ruhr, werden die jetzt eingeplanten 10 nicht die einzigen Feierschichten dieses Jahres bleiben. Das umstrittene Millionengeschäft zwischen dem Elektrizitätsunternehmen Steag und 72 Mitgliedern einer Bürgerinitiative in Bergkamen kommt möglicherweise doch nicht zustande. Die Auszahlung der Gelder ist gestoppt worden. Zunächst soll eine Sondersitzung des Stadtrates von Bergkamen am kommenden Donnerstag abgewartet werden. Die Steag hat die Mitglieder der Bürgerinitiative heute Abend aufgefordert, die vereinbarten Entschädigungszahlungen für den Bau eines Kohlekraftwerkes für gemeinnützige Zwecke freizugeben. Das Unternehmen bezifferte seine Zahlungszusagen mit insgesamt 2,5 Millionen Mark. Davon seien 1,9 Millionen für die Bürgerinitiative und 600.000 für die Stadt vorgesehen. In Berlin ist der Bau eines Kohlekraftwerkes im Spandauer Forst aller Voraussicht nach endgültig gescheitert. Das Berliner Oberverwaltungsgericht untersagte heute die für den Bau notwendige Rodung von schätzungsweise 50.000 bis 60.000 Bäumen. Der Spandauer Forst ist nach Ansicht des Gerichtes rechtsverbindlich als Waldgebiet ausgewiesen. Daher sei jede andere Nutzung strikt verboten. Das Verschwinden von 200 Tonnen Uran auf dem Seeweg von Antwerpen nach Genua ist heute von der EG-Kommission in Brüssel bestätigt worden. Trotz intensiver Nachforschungen des Euratom-Sicherheitsdienstes konnte das Uran nicht entdeckt werden. Der Vorfall spielte sich vor 9 Jahren ab. Das angeblich unter deutscher Flagge fahrende Schiff, mit dem das Uran transportiert wurde, war eine Zeit lang verschollen und soll später mit veränderten Aufbauten, neuer Mannschaft und anderer Registrierung ohne seine kostbare Ladung wieder aufgetaucht sein. In amerikanischen Zeitungsmeldungen wird behauptet, das Uran sei über dunkle Kanäle nach Israel gelangt. Am Baugelände eines Atomkraftwerkes im amerikanischen Seabrook, New Hampshire, sind gestern und heute etwa 1200 Demonstranten festgenommen worden. Sie hatten sich geweigert, ihren friedlichen Sitzstreik aufzugeben. Die Polizei brauchte 14 Stunden, um die Demonstranten fortzuschaffen. Nach den blutigen Auseinandersetzungen bei der Maikundgebung gestern in Istanbul beginnt jetzt die Suche nach den Schuldigen. Mindestens 38 Menschen hatten hier den Tod gefunden. Zuerst hieß es, für die Ausschreitungen seien Maoisten verantwortlich. Inzwischen gibt es aber Anhaltspunkte für eine mögliche Beteiligung rechter Kreise. Ein rechtsorientiertes Sonntagsblatt hatte bereits von Zwischenfällen berichtet, bevor es überhaupt dazu gekommen war. Die seit Jahren schwelenden Spannungen zwischen Ägypten und Libyen haben sich weiter verschärft. Äußerungen der beiden Staatspräsidenten deuten auf einen totalen Bruch zwischen den verfeindeten Nachbarn hin. Der libysche Staatspräsident Gaddafi warf auf dieser Veranstaltung zum Mai-Feiertag der ägyptischen Regierung vor, sie verschärfe die Kriegsgefahren, indem sie Truppen an der Grenze zusammenziehe. Wörtlich sagte er, dies ist ein Spiel mit dem Feuer. Staatschef Sadat habe sich völlig an die USA verkauft und verrate damit das palästinensische Volk. Offensichtlich habe Sadat den Verstand verloren und Land und Ehre verraten.
Der ägyptische Staatschef kritisierte im Gegenzug auf einer Massenveranstaltung im Kairoer Stadion die Politik Gaddafis. Es sei eine Angelegenheit Libyens, den Schutz der Sowjetunion zu suchen. Ägypten lasse sich jedoch nicht bedrohen, auch nicht, wenn Libyen von der UdSSR unterstützt werde. Der Sowjetunion warf Sadat vor, ihr gehe es vor allem darum, ihren Einfluss in Afrika auszudehnen. Inzwischen sind in Zaire 50 ägyptische Piloten und Techniker eingetroffen. Sie sollen die Regierungstruppen gegen die Rebellen in der Kupferprovinz Shaba unterstützen. Zaire hat heute die diplomatischen Beziehungen zur DDR eingestellt. Die DDR-Diplomaten müssen das Land binnen 48 Stunden verlassen. Zaire hatte die DDR wiederholt beschuldigt, Söldner zur Unterstützung des Aufstandes in Shaba geschickt zu haben. Bonds ständiger Vertreter in Ost-Berlin, Staatssekretär Gauss, wird die DDR-Regierung fragen, ob es zutrifft, dass Anträge von DDR-Bürgern auf Übersiedlung in die Bundesrepublik jetzt als rechtswidrig gelten. Regierungssprecher Bölling kündigte dies heute vor der Presse in Bonn an. Anlass war ein Bericht, mit dem das Nachrichtenmagazin Der Spiegel Aufsehen erregt hat. Bölling wies darauf hin, dass von den etwa 15.000 DDR-Bürgern, die im vergangenen Jahr in die Bundesrepublik kamen, 5.000 im Rahmen der Familienzusammenführung ausreisen durften. Die CDU-CSU-Opposition in Bonn hat der Bundesregierung heute erneut schwere Versäumnisse in der Entwicklungshilfepolitik zur Last gelegt. Die Union brachte eine große Anfrage zu diesem Thema im Bundestag ein, über die möglicherweise noch vor der Sommerpause debattiert wird. Der Abgeordnete Todenhöfer begründete die Kritik der Opposition. Die Bundesregierung leistet in undifferenzierter Weise Entwicklungshilfe an kommunistische Länder. Sie hat ferner radikalen Befreiungsbewegungen, die mit der Sowjetunion eng zusammenarbeiten und die eine friedliche Lösung im südlichen Afrika ablehnen, sogenannte humanitäre Hilfe zugesagt. Dies steht im Widerspruch zu den Sicherheitsinteressen unseres Landes und im Widerspruch zu einer wirklichen Friedenspolitik gegenüber der Dritten Welt. Der VW-Konzern hat 1976 1 Milliarde Mark Gewinn erwirtschaftet. Der Vorstandsvorsitzende Schmücker rechnet auch in diesem Jahr mit einem ähnlich guten Ergebnis. Von dem Milliardengewinn werden 93 Millionen Mark für eine 10-prozentige Dividende verwandt, der Rest als Ausgleich für die Verluste in den Krisenjahren 1974 und 75. Bundesweiter Streik der Medizinstudenten. Wie hier an der Frankfurter Universität wachten heute an fast allen Hochschulen der Bundesrepublik Streikposten darüber, dass der Vorlesungsboykott eingehalten wurde. Die Vereinigten Deutschen Studentenschaften fordern für Medizinstudenten im letzten Jahr eine Sicherung der praktischen Ausbildung. Dazu gehören ein Tarif- und Ausbildungsvertrag. Nicht nur in Frankfurt blieben die Hörsäle für Mediziner leer. Kinder zwischen 3 und 6 Jahren sind am stärksten unfallgefährdet. Das ergab eine Untersuchung an der Chirurgischen Universitätsklinik in Erlangen. Als Ursachen werden mangelnde Umwelterfahrung, fehlendes logisches Denken und der starke Betätigungsdrang genannt. Als häufigsten Unfallort nennen die Erlanger Mediziner Sport- und Spielplätze. Es folgen die Unfälle zu Haus. Überraschend machen die Verkehrsunfälle nur 20% aus. Allerdings gibt es hier die meisten tödlichen Verletzungen. In Bonn wurde heute der Präsident der Afrikanischen Republik Senegal, Senghor, von Bundespräsident Scheel mit militärischen Ehren empfangen. Senghor, der von seiner Frau und 4 Ministern begleitet wird, will eine Woche in der Bundesrepublik bleiben. Der Präsident, der auch als Dichter internationales Ansehen genießt, ist Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Der 71-Jährige steht seit 1960 an der Spitze seines Landes. Er vertritt eine Politik des friedlichen Ausgleichs zwischen Schwarz und Weiß. Im Gästehaus der Bundesregierung Schloss Gümnich sprachen beide Politiker anschließend in einer ersten Unterredung vor allem über den wachsenden sowjetischen Einfluss in Schwarzafrika. Senghor setzte sich dabei nachdrücklich für die strikte Neutralität der afrikanischen Staaten ein. Franz Beckenbauer verlässt endgültig seinen Verein Bayern München. Am 28. Mai spielt er zum ersten Mal für den Profiklub Cosmos New York Fußball. Bayern München erhält von den Amerikanern eine Ablösesumme von 1,75 Millionen Mark. Beckenbauer für seinen 3-Jahres-Vertrag 7 Millionen Mark. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 3. Mai. Der Schwerpunkt des mitteleuropäischen Hochs verlagert sich nach Nordosten. So kann der Ausläufer eines nach England ziehenden Tiefs von Frankreich auf die Westhälfte Deutschlands übergreifen. Die Vorhersage für morgen.
Zunächst vielfach sonnig. Im Tagesverlauf von Südwesten her bis zur Linie Hamburg-Ulm aufkommende starke Bewölkung und örtlich Schauer, vereinzelt Gewitter. Tiefstemperaturen 5 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 15 bis 20, örtlich bis 23 Grad. Schwacher, im Tagesverlauf auflebender Wind aus südlichen Richtungen. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit einem Bericht zum Bestechungsskandal in Essen und einem Kommentar dazu von Klaus Ulrich.